Vielen herzlichen Dank, lieber Uwe, für die einleitenden Worte. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich freue mich, dass Sie heute Abend es sich auf sich genommen haben, bei uns zu sein. Und ich will gleich mit dem ersten Teil dieses Webinars beginnen. Da geht es um die prognostische Unsicherheit. Ein paar ganz wenige Eindrücke von dem Platz, an dem ich wohnen und arbeiten darf. Das ist im Süden der Republik. Und die Bilder sind von unserem schönen Bodensee. Es wäre so schön, wenn die klinische Arbeit immer so schön und sonnendurchströmt wäre oder so von Licht verzaubert wie viele dieser Bilder. Das kann sie aber nicht sein. Und deswegen beschäftigen wir uns ja heute mit diesem Werkzeug, wenn ich so sagen darf, dem Time-Limited Trial. Das geht aus, liebe Kolleginnen und Kollegen, natürlich werden Sie sagen, von den ethischen Prinzipien, derer zufolge wir auf der einen Seite den Patienten nicht schaden sollen, also keine nicht mehr indizierten sinnlosen Therapien durchführen sollen. Auf der anderen Seite aber sollen wir uns bemühen, den Patienten wohl zu tun, also auch die Möglichkeiten der modernen Intensivmedizin zu nutzen. Dabei müssen wir die Selbstbestimmung, also den Willen und die Wünsche der Patienten beachten und schließlich auch ein Auge darauf haben, wie wir mit den immer knapper werdenden Ressourcen umgehen. Eigentlich, so mag es scheinen, ist das alles doch so ganz einfach. Denn die Angemessenheit in unserem Fall einer medizinischen Maßnahme liegt doch gerade darin, dass die Maßnahme nicht mehr, aber auch nicht weniger als der Gegenstand erfordert, enthält. Und damit wäre schon fast, könnte man glauben, alles gesagt. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Angemessenheit einer medizinischen Maßnahme liegt darin, dass sie sowohl indiziert ist als auch von den Patienten akkordiert. Und nur dann ist die Maßnahme angemessen. Und das wäre ja eigentlich schon genug. Aber nicht nur eine, sondern vermutlich ein paar Fragen hätte auch Colombo noch in diesem Zusammenhang. Denn wir sprechen über Prognostizierung, liebe Kolleginnen und Kollegen, und die Prognosebewertung ist ein wesentlicher Teil unserer ärztlichen und auch pflegerischen Arbeit. Die Prognostizierung als die Einschätzung der Wahrscheinlichkeit eines medizinischen Verlaufs oder Ergebnisses. Und diese Einschätzung basiert auf der wissenschaftlichen Evidenz und auch auf der jeweils eigenen Expertise im Behandlungsteam. Nun ist es leider so, dass jeder Prognose ein bestimmtes Quantum an Unsicherheit innewohnt, weil wir alle nicht in die Zukunft gucken können und weil wir ja letztlich immer aus vergangenen Fällen oder einer Sammlung aus vergangenen Fällen auf einen einzelnen, sozusagen vor uns liegenden Intensivpatienten schauen. Und wenn die Prognose sehr unsicher ist, dann ist eben häufig ein time-limited trial sinnvoll und gerechtfertigt. Denn die Prognose hängt mit der Festlegung des Therapieziels unmittelbar zusammen. Wenn wir bestimmen das Therapieziel für den jeweils einzelnen Patienten, fließen ganz viele Faktoren in diese Bestimmung ein. Natürlich die medizinischen Fakten und unser Erfahrungswissen, aber eben auch die Hoffnungen und die Erfahrungen seitens der Patienten. Aber natürlich auch unsere eigenen Ansprüche an das jeweilige Fach und nicht zuletzt gesellschaftliche Werte und Normen und leider zunehmend auch ökonomische und nicht zuletzt medizinrechtliche Aspekte. Deswegen ist die Prognostizierung ein schwieriges, aber eben essentielles Unterteil unserer Behandlungswirklichkeit.
Die Wünsche und Werte der Patienten sollen wir, sobald es möglich ist, eruieren oder mindestens zu eruieren beginnen. Denn diese Wünsche konstituieren ja aus der Sicht der Patienten die Angemessenheit der Behandlung. Und wie Ihnen sicher klar ist, können diese Wünsche auch mal und vielleicht gar nicht so selten gegen die medizinische Vernunft gerichtet sein. Wenn wir uns Wünsche an die Prognose vorstellen, liebe Kolleginnen und Kollegen, dann wünschen wir uns gerne, dass diese Prognose diagnostisch unanfechtbar sei, dass sie vor allen Dingen juristisch auch nicht angreifbar sei und dass wir am Schluss mit einer klaren und sicheren Prognostizierung ins Rennen gehen können. Das sind die Wünsche an die Prognose. Was ist die Antwort der Prognose? Die Antwort der Prognose ist eine Herausforderung. Ist, wie dieser African Wild Dog, vielleicht nicht immer hübsch anzuschauen. Ist, wenn ich mir das erlauben darf, gescheckt. Nicht schwarz allein, nicht weiß. Ist auch manchmal schwer zu fassen, weil ein African Wild Dog nun nicht gerade auf Sitz und Apportier reagiert. Das heißt, Prognostizierung ist aus sich selbst heraus eine herausfordernde Prozedur oder kann es jedenfalls sehr häufig sein. Die Bestimmung des individuellen Therapieziels sollte auf sogenanntem Shared Decision Making beruhen. Und zwar zunächst mal innerhalb des Behandlungsteams und dann zwischen dem Team und dem Patienten. Und am Ende soll stehen, das medizinisch Machbare in Einklang zu bringen mit dem Willen der Patienten, wobei die Patienten ein Abwehrrecht haben gegenüber indizierten Maßnahmen, aber kein Einforderungsrecht. Und über Indikationen entscheiden am Schluss nur Ärztinnen und Ärzte. Und was heißt das jetzt bei prognostischer Unsicherheit, Kolleginnen und Kollegen? Das heißt, dass wenn wir Ärztin und Ärzte sind, dass wir entscheiden wollen, können und müssen. Auch im Zusammenhang mit prognostischer Unsicherheit. Entscheiden heißt, nach einer sehr lesenswerten Inauguraldissertation, entscheiden heißt, dass wir eine Richtung geben, dass wir eine Rangfolge bilden sozusagen, dass wir eine Abwägung treffen zwischen dem Machbaren medizinisch und den Wünschen der Patienten. Und solche Entscheidungen erfordern zunächst mal eine medizinische Lagebeurteilung und dann die Einbeziehung des Teams und der Betroffenen selbstverständlich. Und dann braucht es auch noch jemand, der diese Entscheidung treffen kann und auch durchsetzt. Das ist nicht ganz so einfach, aber irgendwann in einem Entscheidungsprozess muss ein Team, am Ende muss juristisch dann ein Arzt oder eine Ärztin eine Entscheidung treffen und sie auch umsetzen, denn sonst können wir uns die Entscheidungsfindung sparen. Und danach müssen wir selbstkritisch auch bewerten, ob diese Entscheidung im Hinblick auch auf das Time-Limited Trial angemessen und richtig war. Ganz zum Schluss, fast zum Schluss, liebe Kolleginnen und Kollegen, höre ich und Sie vielleicht auch fast jeden Tag ein Ja, aber. André, du hast schon recht, aber. Das wollen wir so gerne machen, aber. Nämlich aber was? Also aber wir brauchen nochmal einen Test. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir können nochmal einen Test machen und nochmal einen Test machen, aber wir kommen nicht zu einer absolut sicheren Prognose. Das ist der Sache inhärent. Aber die Familie will alles, das haben Sie vielleicht auch schon gehört. Eine Familie, ein Patient kann viel wollen.
Aber wir dürfen und können nur indizierte Maßnahmen vorschlagen und umsetzen. Und dann kommt das große Aber, die Sorge und Angst vor dem Rechtsanwalt. Und am besten hätten wir doch noch gerne ein Gesetz. Anderes Thema, nicht heute. Dieser Horror Justitie ist aus meiner Sicht zu einem großen Teil unbegründet. Also es gibt am Schluss immer noch ein Bedenken, ein Ja, aber die Entscheidungsunwilligkeit, die Inertia Decisionum, das hilft aber nichts. Denn die prognostische Unsicherheit, zusammenfassend, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist dem Behandlungsprozess immanent. Wir können die nicht vollständig wegtesten oder wegdiagnostizieren. Und wir sollten die auch einräumen, denn die allermeisten Menschen, jedenfalls in meiner Erfahrung in vielen Jahren, verstehen, dass man nicht in die Zukunft gucken kann. Die Patienten nicht und wir auch nicht. Wir müssen aber trotzdem Entscheidungen treffen, sonst treffen andere Menschen sie, häufig leider dann nicht ärztliche patientenferne Entscheider. Und wir müssen doch als Behandlungsteam die Entscheidungen treffen. Wir können die doch nicht Nichtärzten überlassen. Diese Entscheidungen sollten begründet sein in der Evidenz und unserem Wissen teambasiert und transparent. Somit kann aus meiner Bewertung, aus unserer Bewertung die prognostische Sicherheit erhöht werden. Und das kann das verständliche Zögern von Klinikern mindestens verringert werden. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, um auf Columbo in diesem wunderbaren Film von Wim Wenders zurückzukommen, Peter Falk hat gesagt, that what makes me so clumsy, the absence of desire. Das heißt, wenn wir nicht um eine Prognose ringen, wer soll denn dann um diese Prognostizierung ringen?